Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal über ein Thema spreche, was mich persönlich sehr, sehr beschäftigt und was mir sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es darum, wie man sein Leben romantisiert. Ich persönlich glaube, dass viele Menschen nicht so ganz verstehen, worum es bei dem Thema Romanticizing Life oder sein Leben zu romantisieren eigentlich geht. Deswegen wollte ich nochmal ganz kurz so erklären, wie ich Romanticizing Life auch auffasse. Und zwar geht es nicht darum, dass man eine gewisse Ästhetik verfolgt, dass man ganz viele Bilder und Videos machen muss, die besonders schön aussehen und ja, die dann vielleicht sogar noch online posten. Und es geht auch nicht darum, dass man irgendwie ein unrealistisches Weltbild hat oder halt eben einfach so, vielleicht keine Ahnung, ein Träumer ist. Manchmal, wenn ich mit anderen Leuten rede und ich erzähle so ein bisschen was zu meiner Einstellung, also dass ich immer versuche, das Beste aus allem zu machen und dass ich wirklich versuche, mein Leben irgendwie zu romantisieren und irgendwie die kleinen Dinge im Alltag genießen möchte, wird mir oft so ein bisschen unterstellt, dass ich irgendwie eine Träumerin wäre oder dass ich irgendwie manchmal nicht so ganz in der realen Welt oder im harten Alltag angekommen bin. Und ich werde da jedes Mal so wütend, weil das hat nichts damit zu tun, dass man die Realität nicht akzeptiert oder eben ja, sich irgendwie in so eine Traumwelt flüchtet, sondern es geht darum, die Realität so schön wie möglich zu gestalten. Und ich finde, das ist einfach auch ein bisschen eine Einstellungssache. Und ja, ich glaube, also bevor ich jetzt hier irgendein ganz anderes Thema aufreiße, ich würde sagen, sein Leben zu romantisieren bedeutet einfach, das Bestmöglichste aus deinem normalen Alltag rauszuholen. Bei dem Thema geht es darum, eben die kleinen Dinge, die vielleicht andere Leute auch gar nicht so wahrnehmen oder sehen, eben mehr zu zelebrieren und irgendwie schöner zu gestalten und eben mehr Spaß und Freude auch an Dingen zu haben, die vielleicht im ersten Moment ja eher anstrengend sind oder vielleicht nicht so spaßig sind. Und dadurch auch aktiver mehr im Moment zu leben. Also ich finde, wenn man aktiv daran arbeitet, beziehungsweise wenn man aktiv versucht, sein Leben zu romantisieren, dann lebt man eigentlich auch ein angenehmeres, schöneres und besseres Leben, weil man eben mit einer anderen Einstellung an das Ganze rangeht und auch einfach mehr Spaß am Leben hat. Also so würde ich es am besten, glaube ich, beschreiben. Ich möchte auch an dieser Stelle noch ganz kurz anmerken, dass sein Leben zu romantisieren bedeutet nicht für jeden dasselbe. Also ich erzähle euch jetzt ein paar Punkte, die ich cool finde oder die ich tue, um mein Leben zu romantisieren. Aber gleichzeitig möchte ich euch auch mitgeben, dass es für jeden voll anders ist. Also der eine sagt zum Beispiel, hey, ich romantisiere mein Leben, indem ich mir jetzt irgendwie eine Pilates-Class buche und da zweimal die Woche hingehe. Und die andere Person sagt, hey, ich romantisiere mein Leben, indem ich, keine Ahnung, einmal am Tag so einen Hot-Girl-Walk mache oder indem ich mir morgens in aller Ruhe erstmal einen Kaffee mache und mich kurz auf den Balkon stelle und erstmal Luft hole. Und für viele dieser Sachen muss man überhaupt kein Geld ausgeben oder eben nur wenig Geld ausgeben. Also es geht überhaupt nicht darum, wie viel Geld ihr habt und wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Das hat nichts damit zu tun. Es geht um eine Art Einstellung. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe mir nämlich ein paar Punkte auf mein iPad aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen würde. Um überhaupt erstmal in dieses Mindset, ich hasse das Wort Mindset, warum auch immer, aber um in dieses Mindset überhaupt erstmal reinzukommen, hilft es oder hat es mir zumindest geholfen, mir einfach vorzustellen, dass mein Leben wie eine Art Film ist. Also stellt euch vor, ihr sitzt im Kino und ihr schaut einen Film und dieser Film ist euer Leben. Und eine Sache, die natürlich in keinem guten Film fehlen darf, ist Musik. Musik könnt ihr auch ziemlich gut verwenden, um einfach ein bisschen, keine Ahnung, mehr Abwechslung in euren Tag reinzubringen. Ich höre wirklich überall und immer Musik. Ob ich einkaufen gehe, ob ich einfach nur draußen spazieren gehe, ob ich irgendwelche Haushaltstasks mache hier daheim. Musik hilft so krass dabei, sich mehr in Situationen reinzufühlen. Und was ich richtig schön finde daran ist, dass wenn ihr das Lied zum Beispiel jetzt gerade hört, in dieser Zeit in eurem Leben, wo ihr euch jetzt gerade befindet, und dann hört ihr das in einem halben Jahr, dann denkt ihr praktisch wieder an den Moment jetzt, weil Musik irgendwie auch richtig viele Erinnerungen wachruft. Und ich finde das einfach voll den schönen Gedanken. Deswegen
ist Musik absoluter Pro-Tipp von mir. Und wenn ihr so die extra Meile gehen wollt, könnt ihr euch auch verschiedene Playlists anlegen. Also zum Beispiel könntet ihr sagen, ich habe eine Playlist für Sommer, Herbst, Winter, Frühling, also für die Jahreszeiten. Oder zum Beispiel habe ich mir für jedes Jahr, also jetzt zum Beispiel letztes Jahr für 2023, eine Playlist erstellt. Und ich habe tatsächlich auch angefangen, die Lieder, die ich gehört habe zu der Zeit, immer in mein Scrapbook zu schreiben. Und ein Scrapbook oder Fotoalben zu machen oder irgendwelche Collagen, was weiß ich was, über zum Beispiel das vergangene Jahr oder einen bestimmten Urlaub. Finde ich auch immer richtig schön und ist auch irgendwie eine schöne Art und Weise, sein Leben zu romantisieren. Es ist einfach was anderes, ob ihr die Bilder in eurer Galerie lasst, auf eurem Handy und vielleicht, keine Ahnung, da noch zweimal drauf guckt. Oder ob ihr solche richtigen Fotoalben macht. Das kann mehr oder weniger aufwendig sein, je nachdem, wie viel Lust ihr auch habt. Es ist so voll die kreative Tätigkeit und gleichzeitig, ja, kann ich damit meine schönen Erinnerungen, die ich gemacht habe, festhalten. Erinnerungen festhalten könnt ihr aber natürlich auch allgemein, wenn ihr ganz viele Fotos und Videos macht von den Dingen, die ihr eben so erlebt. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel journalt. Also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der Tagebuch schreibt oder eben journalt, wie auch immer es aussehen mag. Es gibt ja manche Leute, die tatsächlich das auch so richtig kreativ gestalten. Und es gibt manche Leute, die eben immer nur dann schreiben, wenn sie ihre Gefühle festhalten wollen in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde das eine richtig, richtig schöne Art. Kommen wir jetzt zu dem Thema, wie man sein alltägliches Leben romantisiert. Man kann wirklich auf, keine Ahnung, 500 verschiedene Arten seinen Alltag romantisieren. Ich habe zum Beispiel während der Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, versucht, mir den Prozess ein bisschen leichter zu gestalten, weil ich mich wirklich gar nicht motivieren und konzentrieren konnte. Und bin des Öfteren einfach in Cafés gefahren, habe meine Noise Cancelling Kopfhörer mitgenommen und mich dann da eben hingesetzt, habe meinen Kaffee getrunken und in Ruhe einfach ja, meine Bachelorarbeit geschrieben. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht und es hat den Prozess definitiv angenehmer gemacht. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass wenn ich im Homeoffice bin, versuche ich mir immer die Zeit zu nehmen und mache mir zum Beispiel einen richtig schönen Kaffee und versuche damit mir mein alltägliches Leben einfach schöner zu gestalten. Dasselbe gilt zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwelche Haushaltstasks habt, worauf ihr gar keine Lust habt, dann einfach zu sagen, hey, ich mache mir es irgendwie angenehmer, indem ich mir einen Podcast dazu anhöre, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Oder eben, keine Ahnung, Musik. Wir haben ja gerade schon über Musik geredet. Ihr könnt es natürlich auch verknüpfen mit verschiedenen Tätigkeiten. Also wenn ihr sagt, hey, okay, ich mache jetzt meine Haushaltstasks, die nicht so spaßig sind, und dafür gehe ich mir danach irgendwo einen Kaffee holen oder so. Oder hol mir eine Zimtschnecke, was weiß ich was. Also ich meine, ihr merkt schon, the possibilities are endless. Bei meinen Outfits versuche ich, gerade wenn ich ins Büro fahre, mir dann auch nochmal ein bisschen mehr Mühe zu geben mit den Outfits. Oder wenn ich im Homeoffice bin, versuche ich auch nicht die ganze Zeit in Jogginghose nur da zu sitzen, sondern einfach was Bequemes, aber Schickes oder Praktikables, aber ja, trotzdem noch Hübsches zu tragen, weil ich mich dann auch nicht so ranzig vielleicht auch fühle und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin auch ein bisschen produktiver. Eine Sache, die ich schon ziemlich oft mache, weil es mir mega, mega wichtig ist. Ich glaube, da kickt auch so ein bisschen meine FOMO, aber so oft wie möglich was unternehmen und rausgehen. Es spricht ja mal nichts dagegen, ein Wochenende mal daheim zu verbringen, aber trotzdem finde ich es irgendwie immer schön, wenn man nicht den ganzen Tag nur im Bett liegt und nichts macht, sondern sich einfach mal irgendwo Inspiration holt, selbst wenn es bei den 3 Stunden, die man schon auf TikTok unterwegs war, ist. Aber einfach zu gucken, hey, okay, was könnte ich vielleicht auch irgendwie am Wochenende unternehmen mit Freunden. Es gibt so viel Inspiration online, beziehungsweise ich versuche damit auch ein bisschen mein Leben zu romantisieren, um, keine Ahnung, in einem Monat mich noch daran erinnern zu können, hey, was habe ich eigentlich vor 2 Wochen gemacht und nicht sagen zu müssen, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vor 3 Tagen gemacht habe, weil jeder Tag einfach gleich aussieht. Deswegen versucht, mehr Neues zu erleben, versucht, aktiver zu sein, mehr rauszugehen. Gleichzeitig achtet natürlich auch immer auf euch selbst und schaut, dass ihr euch gut damit fühlt. Und wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr irgendwie was unternehmen könnt, weil, keine Ahnung, alle beschäftigt sind oder so, dann unternehmt was alleine. Im Endeffekt könnt ihr auch für euch selbst richtig schöne Momente schaffen
Und es ist so, so wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigen kann, auf irgendeine Art und Weise. Was ich letztens gemacht habe, war, ich habe meine Perlen genommen und mein Buch und habe mich einfach in den Park gelegt, habe mir noch was zum Snacken geholt und einfach den Nachmittag verbracht. Und es war richtig schön, ich werde mich noch vor lange daran erinnern. Und ich habe sowas Ähnliches auch schon mal letztes Jahr gemacht, wo ich mich in so einen Park gelegt habe, wo ich vorher noch nie war. Und solche Kleinigkeiten, also einfach Sachen, die ihr vielleicht wahrscheinlich eher mit Freundinnen machen würdet, einfach mal alleine zu machen, macht so einen Unterschied und ist gut für euch. Ich finde es richtig, richtig cool, so ein Moodboard zu erstellen. Das könnt ihr für alles Mögliche machen, entweder für das kommende Jahr, für den Rest des Jahres zum Beispiel auch, für den nächsten Monat oder auch wenn ihr in neue Lebensphasen kommt, zum Beispiel für euren Studiumsbeginn, für euren Arbeitsbeginn, für, keine Ahnung, wenn ihr zusammen vielleicht mit eurem Partner oder mit eurer Partnerin in eine neue Wohnung zieht. Also ich liebe es einfach, auf Pinterest Boards zu machen und die dann als Moodboard entweder digital oder eben sogar ausgedruckt irgendwie zusammenzufassen. Man hat immer alles visuell auf einen Blick und irgendwie ist das einfach voll inspirierend, finde ich. Kommen wir jetzt mal zu ein paar mentalen Aspekten, sag ich mal, die sehr, sehr wichtig sind in diesem ganzen Prozess und die ich euch gerne mitgeben würde, als angehende Psychologin. Nein, Spaß. Es hat jetzt nichts mit Psychologie per se zu tun, aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist einfach dankbar zu sein. Ich glaube, das ist etwas, wo viele, gerade bei uns in Deutschland, ein bisschen mit strugglen, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Und ich glaube, es gibt immer Gründe oder Möglichkeiten, sich über Dinge zu beschweren. Und manchmal ist es auch angebracht und es ist auch manchmal verständlich. Aber ich finde das voll schade, weil ich finde es voll wichtig, sich mal ins Gedächtnis zu rufen, dass es so viele Dinge gibt, für die man dankbar sein kann. Alleine zum Beispiel, dass man gesund ist, dass man genug zu essen hat, dass man am Leben ist, dass es vielleicht auch Familien und Freunden gut geht. All diese Dinge sind das, was man nicht für selbstverständlich nehmen sollte und was man oft auch leider dann erst lernt wertzuschätzen, wenn dann mal irgendwas vielleicht nicht so rund laufen sollte. Und falls ihr da nicht so gut drin seid, dann übt es einfach, sie zu formulieren. Es gibt ja sogar solche Dankbarkeitstagebücher, wo man reinschreiben kann, ich bin dankbar für und dann drei Striche und dann, selbst wenn es so was Banales ist, wie dass heute die Sonne gescheint hat oder dass ich heute was zum Abendessen hatte. Es fängt bei so fundamentalen Sachen an, aber ist trotzdem so was Wichtiges. Und das spielt auf jeden Fall für dich auch bei das Leben romantisieren eine große Rolle. Eine weitere Sache, beziehungsweise die letzte Sache, die in dem ganzen Thema auch noch eine Rolle spielt, ist das Thema, dass man zum Beispiel mal Dinge tut, die out of the ordinary sind, also die man vielleicht normalerweise nicht machen würde. Zum Beispiel sich selbst Blumen kaufen, also einfach mal in irgendeinen Supermarkt laufen, die sind auch oft dann gar nicht teuer, also beim Aldi kriegt ihr richtig oft schon Blumen ab 2 Euro und kauft euch einfach Blumen und stellt die daheim in eine Vase. Solche Kleinigkeiten können so einen großen Unterschied machen, gerade wenn ihr vielleicht nicht einen ganz so guten Tag hattet oder so, kann euch das so aufheitern und ihr müsst nicht darauf warten, dass euch jemand anderes vielleicht Blumen kauft. Natürlich ist es immer schön, von jemand anderem auch Blumen geschenkt zu bekommen, einfach als Zeichen der Wertschätzung auch vielleicht, und ich freue mich darüber auch jedes Mal mega krass, aber gleichzeitig macht mich es auch glücklich, wenn ich Blumen einfach nur auf meinem Nachttisch zum Beispiel stehen sehe und ich weiß, hey, hier stehen richtig, richtig schöne Blumen und die habe ich mir halt einfach selbst gekauft. Allgemein finde ich, es ist super wichtig, sich klar zu machen, dass man nicht auf morgen oder übermorgen oder in 2 Jahren oder sonst wann wartet, sondern dass man versucht, den Moment einfach so schön zu gestalten wie möglich. Weil ihr wisst nicht, wie es in 2 Jahren aussieht. Vielleicht sieht es komplett gleich in 2 Jahren aus. Dann seid ihr voll enttäuscht, weil ihr irgendwie einem Bild nachgejagt habt, das total unrealistisch war. Ich glaube, es ist wichtig, nicht zu sehr immer zu denken, ah, wenn ich jetzt aber die Wohnung habe oder wenn ich jetzt den Job habe oder wenn ich jetzt in dieser Stadt lebe oder wenn ich eine größere Wohnung habe. Wenn ihr immer so denkt, und ich bin leider auch ein bisschen so, deswegen tue ich mir damit auch manchmal schwer, aber wenn ihr immer so denkt, dann werdet ihr immer Probleme damit haben, richtig im Hier und Jetzt zu leben und auch mal einfach das wertzuschätzen, was so um euch herum passiert. Und das Letzte, was ich euch noch gerne mitgeben würde, versucht aus allen Situationen das Beste rauszuholen. Es gibt Dinge, die wir einfach nicht kontrollieren können und die nicht in unserer Hand liegen, aber zu den Dingen,
die wir kontrollieren können, gehören zum Beispiel auch unsere Gedanken. Und wenn wir uns immer nur an den negativen Dingen aufhängen, ich habe ja vorhin schon bei dem Thema Dankbarkeit drüber geredet, aber dann werden wir nicht glücklich davon, weil wie sollst du von was glücklich werden, wenn du immer nur pessimistisch eingestellt bist und immer nur das Negative siehst. Also natürlich muss man sich immer bewusst sein, hey, okay, ich bin gerade in Situation XY, also zum Beispiel, mir wurde gerade gekündigt und ich bin jetzt arbeitslos. Und das ist erstmal überhaupt nichts Cooles natürlich, weil man muss sich einen neuen Job suchen, man muss gucken, dass man genug Geld auftreibt und es ist einfach eine richtig unangenehme und wahrscheinlich auch sehr stressige Situation. Aber wenn man dann mit der Einstellung reingeht, oh, ich werde sowieso nie eine Arbeit finden, die mir Spaß macht und ach, was soll ich denn jetzt machen? Und wenn man in diesen Strudel negativer Gedanken kommt, dann wird man dann auch keine positiven Gedanken draus schöpfen. Weil wie denn? Also so funktioniert es nicht. Deswegen ist es immer wichtig, trotzdem mit einer positiven Lebenseinstellung und mit einer positiven Haltung durchs Leben zu gehen, weil ihr werdet, wenn ihr positivere Gedanken habt, auch mehr Möglichkeiten zum Beispiel sehen, als Menschen, die jetzt zum Beispiel immer nur das Negative in allem sehen. Und das kann euch so viele Türen öffnen, das kann so wichtig sein und vor allem sorgt es dafür, dass ihr einfach ein angenehmeres und schöneres Leben lebt. Also es geht nicht darum, dass ihr die Realität nicht anerkennt, weil das ist komplett Quatsch. Aber es geht darum, dass eine positive Einstellung immer besser ist. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Und mich würde mal voll interessieren, was ihr für eine Meinung zu dem Thema habt. Also lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ah, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben natürlich noch da. Und folgt mir auch immer gerne für mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!